Wir haben gesagt, wir wollen sprechen über die Handlungen, wem sie gewidmet werden. Auch hier ist es wie folgt, dass die Handlungen, die anderen als Allah Ta'ala gelten, 6 Klassifizierungen haben. 6 verschiedene Handlungen. Also wir meinen, wenn man eine Handlung ausführt, mit der man beispielsweise vorgibt und vorspielt, man würde damit Allah Ta'ala anbeten, aber innerlich hat man eine andere Intention. Wie sind diese Handlungen zu bewerten? Da gibt es 6 Kategorien. Die erste Kategorie ist rein eine theoretische Natur, weil sowas kann unter einem Muslim nicht passieren. Und zwar, das nennen wir Riya al-Mutlaq, absolute Riya. Das heißt, jede Handlung, die er praktiziert, selbst sein Islam, ist nur vorgespielt. Wenn er betet, alles vorgespielt, Fasten vorgespielt. Das nennt man den absoluten Riya. Sowas kann ein Muslim nicht machen. Sowas erwähnt Allah Ta'ala nur im Kontext der Munafiqun. Nur im Kontext der Munafiqun, der Heuchler. Allah Ta'ala sagt, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَ يُرَاؤُونَ النَّاسِ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Das ist hier im Kontext der Munafiqun. So, dann gibt es aber, und so eine Handlung ist sicher ungültig, yani, darüber kann man nicht zweifeln, auch nicht diskutieren. So eine Handlung ist ungültig. Dann gibt es aber weitere Formen, in denen zwar die Handlung tatsächlich Allah Ta'ala gewidmet wird, das ist seine ursprüngliche Absicht, er möchte das für Allah Ta'ala machen, aber dieser ursprünglichen Absicht, ihr kommen noch andere Intentionen hinzu. Ja, was ist damit gemeint? Also von Grund aus hat er eine aufgeteilte Absicht. Das heißt beispielsweise, er möchte jetzt ein freiwilliges Gebet verrichten. Ich nehme einfach das Gebet als Beispiel. Aber schon von Anfang an, vom ersten Moment an, hatte er die Absicht, er möchte damit auch Allah Ta'ala anbeten, aber er möchte auch, dass er dabei gesehen wird, von so und so. Dass er dabei gesehen wird, weil er sieht, dass er beobachtet wird. Und er denkt sich, ja gut, dann mache ich das so. Habe ich auch gleich den Vorteil, dass man mich sieht und dann vielleicht gut über mich spricht und Gutes von mir hält. So eine Handlung ist auch hinfällig. Dann gibt es aber noch eine andere Form. Und zwar, grundsätzlich und ursprünglich galt die Handlung Allah Ta'ala. Komplett. Aber im Verlaufe der Handlung ist eine sekundäre Absicht mit hinzugekommen. Also man hat schon begonnen mit der Handlung. Und dann während man die Handlung ausgeübt hat, ist dann eben etwas hinzugekommen. Nun, dieser Gedankenstrom, der da dann entsteht, wenn man ihn abweist, versucht von sich abzuweisen, sich nicht darauf einzulassen, dann schadet das ihm nicht. Mit Konsens der Ahlul-Ilm. Das schadet ihm nicht. Wenn er sich aber darauf einlässt, also er weist diese Gedanken nicht von sich ab, er schüttelt sie nicht ab, er lässt sie einfach passieren, er lässt sich darauf ein, wird hierbei seine Handlung hinfällig oder schadet es ihm auch nicht und er wird für seine ursprüngliche Grundeinstellung belohnt. Hier gibt es einen Meinungsunterschied unter den Ahlul Ilm. Al-Imam Ahmad und Ibn Jarir, Muhammad ibn Jarir al-Tabari, der größte Mufassir, Koryphäe der Mufassirun, ohne Zweifel, Muhammad ibn Jarir al-Tabari, der am Anfang des 4. Jahrhunderts gestorben ist, 320 oder so, es ist in der Auffassung, dass seine Handlung dadurch nicht hinfällig wird. Und dass er für den
für die Grundeinstellung belohnt wird. Aber natürlich, er wird für die Grundeinstellung belohnt, aber nicht für die gänzliche Handlung. Denn ab dem Moment, ab dem diese sekundäre Intention hinzugekommen ist, ab dem Moment wird das ihm nicht mehr vergolten. Aber die Handlung wird nicht hinfällig und es ist auch nicht so, dass der ganze Lohn davon geht. Dies bezieht sich aber natürlich nur auf Handlungen. Handlungen wie das Gebet oder das Fasten und Hajj, weil diese Handlung in einem Zug praktiziert wird. Du kannst nicht einfach zwischen den drin aufhören und neu beginnen. Aber nicht etwa für Handlungen wie das Lesen, also die Qira'a, die Rezitation vom Koran, das Ausgeben von Geld, das Spenden und so. Na, in diesem Fall muss man seine Absicht erneuern, weil man kann die Handlung jederzeit unterbrechen. Wenn man eine Handlung praktiziert, diese Frage stellt sich nämlich auch manchmal, und man hat sie tatsächlich rein und sauber für Allah Ta'ala praktiziert, durchgehend, nachdem man diese Handlung aber abgeschlossen hat und die Leute davon mitbekommen haben, hat man und vielleicht ihr Lob ausgesprochen, hat man sich darüber gefreut. Ist diese Freude auch eine Form der Augendienerei oder etwas, das der Aufrichtigkeit schadet? Bei Muslim wird überliefert, in dem Hadith von Abu Dharr. Abu Dharr sagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde gefragt über einen Mann, zu ila anil rajul ya'malu al-amala min al-khayr, der eine gute Handlung umsetzt, wa yahmaduhu an-nasu alayh, wofür ihn die Menschen dann loben. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, tilka ajilu bushra al-mu'min. Das ist eine vorzeitige, oder das ist eine Bushra. Das heißt, Bushra ist etwas, eine Nachricht, eine Mitteilung, die den Menschen Freude bereitet. Also er hat das hier nicht als etwas Negatives bezeichnet, weshalb es auch der Handlung nicht schadet.